weiß nicht, ob wir das anfassen sollten. Ah, okay. Du frierst dir zuerst ein. Gut. Ja. Gute Idee. Sieht so aus wie so ein Riesenfuß. Ja, wir haben ihn wieder da. Suchen wir einen Weg nach oben. Haben wir jetzt überall dieses Licht? Kriegen wir bestimmt auch wieder die Tore auf, ne? Ah ja. Das Licht erschafft offenbar mehr als nur Brücken. Vielleicht bringt uns das hier nach oben. Aber ich möchte nur an die Sachen hier ran und an die Kiste. Zu laufen. Die Tür, da ist kein Schlitz. Was? Wir haben ein Problem. Einen anderen Weg in den Tempel finden, ja toll. Ja, dort können wir nicht so einfach aufreißen. Diese Türen öffnen sich nicht. Hallo? Verstehe ich nicht. Wozu dann die Tür? Hallo? Komm, wir suchen einen anderen Eingang. Oh, toll. All die Arbeit für nix. Ah, ich sehe da schon wieder eine Rune hängen. Und noch eine. Mehr von diesen Glocken. In der Nähe muss eine Nordentruhe sein. Okay, müssen wir da wieder mehrere Ah ja, ich sehe schon. Ah ja, da ist die Nummer 1. Können wir die? Na, wir müssen ein Stück rein. War nochmal die zweite hier. Nein! Oh, okay, ich warte nochmal kurz und fangen wir hier an. Ah, perfekt. Oh, ich dachte, hinter mir ist gerade irgendwer aufgetaucht. Klang wie so Sprengfallen oder irgendwie sowas. So Spitzen. Yay, ein Horn. 3 von 3. Was bringt mir dort? Maximale Rage. Ah, geil. Das wird erhöht. Cool. Sehr schön. Zwerg. Cindy? Natürlich, der ist auch überall. Wir haben was. Hier lang. Hey Cindy, siehst du dir das mal an? Ehrlich? Ich habe im Moment sowieso nichts zu tun. Hat deinen Bogen? Na, den gucken wir uns gleich an. Hier machen wir dort auf und lies mal vor. Hm, hier ist eine Zauberin. Ihr Name ist Groa. Sie hatte Vision. Wollte Odin ihr Buch? Oh, oh, ihr habt einen Vergessenen getötet? Ja. Was? Schwierig? Ja. Ist das alles, was ich bekomme? Ja. Sehr unterhaltsam mal wieder. Neue Rezepturen. Okay. Sindri, warst du schon immer so... Reinlich? Ha, das wünschte ich. Nein, ich war genauso unhygienisch wie alle Zwerge, bis mich eine Warnenhexe aufgeklärt hat. Sie fand mit ihrer Magie heraus, dass auf allem, das uns umgibt, Millionen von winzigen Tierchen sind. So klein,
dass man sie nicht sehen kann. Nein. Es stimmt. Und wenn sie in dich hineingelangen, machen sie dich krank. Aber die Hexe sagte, es gäbe eine Holzart, Eiche, die als natürliches Abwehrmittel verhindert, dass sich die Biester vermehren. Darum mache ich nur noch Eichengriffe. Siehst du, ich denke an alles. Genug davon. Zurück an die Arbeit. Ja, ich wette, diese Eiche verkauft sie dir für ganz viel Geld. So, können wir hier was verbessern? Schulterrüstung der Vergessenen. Oh, nicht genug Ressourcen. Aber haben wir die schon im Inventar? Nee, herstellen, das hat das aber noch nicht. Das war besser als das, was wir jetzt hätten. Vergessenen Herz brauchen wir dafür noch. Ah gut, Armrüstung können wir auch nicht machen. Hüftrüstung können wir auch nicht machen. Ja, vielleicht müssen wir das verbessern. Nee. Kaufen können wir was. Nee. Verkaufen können wir aber was. Machen wir das einfach mal. Damit bist du gut gerüstet. Kriegsbeute. Ja. Zauber behalte ich. Auferstehungsstein behalte ich. Ressourcen behalte ich mal auch. Okay. Viel können wir gerade nicht machen. Ausrede, um Hallo zu sagen. Wir sind drin. Naja, die Viecher sind auch drin. War klar. Und weiter geht der Kampf. Direkt hinter mir. Den mach ich Oh, nice. Bin so weit. Nicht mit mir, Freundchen. Diese rote kriegen wir, glaube ich, noch nicht weg, oder? Ach ne, hier. Doch, kriegen wir weg. Womit die wohl verbunden sind. Oh, da fehlt mir schon wieder eins. Da ist auch noch eins und ein Ding. Die haben nie zusammen. Ne, ich glaube, das war was anderes. Dazu nicht. Ach, da. Okay. Mhm. Ah, ein bisschen Stahl. Da fliegen schon wieder irgendwelche Viecher. Oh.
Das ist mal beeindruckend. Mhm. Ich wollte gerade sagen, das sieht irgendwie so schön aus. Irgendwie erinnert mich das an irgendwas. Ich weiß aber nicht, was. Dieses Goldene und so. Das sieht irgendwie sehr schön aus. Lies es. Aus der Dunkelheit beschütze das Licht. Hat nicht ganz so gut geklappt. Was? Obwohl eher das Licht vor den anderen Alben schützen. Hier ist noch eine Kiste. Aber ich sehe nicht, was wir kaputt machen können. Nee. Vielleicht sollen wir durch den großen Ring werfen, so Olympia-mäßig? Nee. Bringt leider nichts. Schade. Na gut. Gehen wir erstmal rüber. Ist das für die Kultur da? Ah, ne. Oh, schon wieder zwei. Immer noch nicht. Jetzt haben wir es, glaube ich. Ich glaube, jetzt können wir die Truhe aufmachen. Yay. Nice. Gewöhnliche Hüftrüstung. Runen ist ein bisschen besser, aber ansonsten behalten wir wahrscheinlich auch wieder das, was wir schon haben. Wer hat das eigentlich alles gebaut? Und warum? Da, das Licht. Sie haben es mit dem Zeug bedeckt. Aber wozu denn? Das ist eine gute Frage, oder? Das ist wieder so ein Lichtalb. Noch lebt er. Ich glaube gleich nicht mehr. Hallo Andi, willkommen. Ringtempel. Da, noch ein Lichtalb. Was macht er? Sterben. Oh nein! Wieso töten Sie ihn? Er hat nichts getan. Urteile nicht vorschnell. Du siehst das Ende eines Krieges, Junge. Du kennst den Hintergrund für diese Tat nicht. Er hat sich nicht mal verteidigt. Das war seine Wahl. Wir treffen unsere. Ah, 3-1 ist aber unfair. Schön reingelaufen noch. Ja.
aber hübsche Flügel haben sie. Wenn man die mal so von näher an betrachtet. Was jetzt? Das Licht ist nahe. Suche einen Weg hinein. Oh, hier sind auch wieder so Kristalle darüber. Ja, ein bisschen Leben. Ah ja, das müssen wir wieder einfrieren. Das hat geholfen! Da! Mehr Lichtbrücken! Folge mir. Und ein einzelnes Blümchen. Sei bereit! Machbare! War den von hier? Nice. Ist er gerade explodiert? Auch nicht schlecht. Einfacher als ich dachte. Ja, wenn sie einem nicht zu nahe kommen, geht das schon. Oh, neue Infos zu denen. Diese Nachtmare strömen in Scharen auf ihr Ziel zu und explodieren. Warum opfern sie sich auf diese Weise? Ach, deswegen ist er explodiert. Vielleicht sind sie alle Teil einer Art Schwarmintelligenz. Was auch immer der Grund sein mag, sie sind lästig. Sobald sie uns angreifen, reiche ein Treffer auf ihren Körper, um sie zum Explodieren zu bringen. Die Explosion schadet auch andere Gegnern. Es könnte nützlich sein, wenn wir gegen eine große Gruppe kämpfen. Irgendwie sehen die so ein bisschen aus, als wären die mal so Lichtalpen gewesen. Mit diesen, oh Gott, hellen Flügeln irgendwie. Sind dann ins Dunkle übergegangen. Weil er hat schwarze Flügel. Explodiert der? Nee. Wir können aber draufhauen. Nice. Der Weg ist da. Du stellst alle Wege wieder her. Gut erkannt. Okay, brauchen irgend so einen Kreisschlag oder so. Ich weiß gar nicht, wie wir die alle treffen sollen. Das sieht zu schwer aus. Vielleicht finden wir das Licht noch woanders. Nein, gib mir einen Moment. Ach, herrje. Okay. Na, hier können wir auch immer so drei kaputt machen, aber alle können wir auch nicht. Siehst du? Ist zu schwierig. Wir sollten gehen. Noch nicht. Moment, ich muss erst mal ein bisschen was ausprobieren. Ich glaube nicht, dass du das schaffst. Wir sollten gehen. Wow. Sehr demotivierend. Danke, Sohn. Danke. Du schaffst das eh nicht, Papa. Bist ein Loser. Können wir jetzt gehen? Ich brauche Ruhe. Halt doch mal die Schnauze, Mann. Jetzt kann man sich ja nicht konzentrieren hier. Hm.
müssen die ja wahrscheinlich alle auf einmal irgendwie kaputt machen. Kannst du drauf schießen? Nee, auch nicht. Ja, setz dich erstmal hin. Ja, und ich nachdenke. Da ist auf jeden Fall das Ziel, das auch nachwächst. Das reicht noch nicht. Selbst wenn ich mich beeile, reicht das glaube ich auch noch nicht. Ja, hilft aber auch nicht. Ah. Es wird bestimmt irgendeinen Weg geben, dass man... Von hier kriegen wir die drei. Ja, wir kriegen immer irgendwie drei, aber das hilft mir mit dem hier auch noch nicht. Wenn ich mich richtig erinnere, musste ich auch mehrere Varianten probieren. Ich weiß halt nicht, von wo ich anfangen soll. Vor allem gibt es ja auch diese Außendinger irgendwie. Ja, wann von hier alle treffen könnte. Wenn ich mich ja so wegbewege. Kann ich die Axt ja anders mitnehmen. Aber das hilft mir auch nicht. So nervig, dass die so schnell nachwachsen. Ja, versucht die ganze Zeit schon kaputt zu machen. Sehen die irgendwie, sehen die sich irgendwie ähnlich oder so, dass man bestimmte irgendwie zusammen kaputt machen muss? Die sehen irgendwie alle gleich aus. Oh. Hä, jetzt auf einmal? Das hat er eben schon die ganze Zeit gemacht, oder? Okay, er bleibt aber. Okay, seltsam. Ist die Frage, wie wir die jetzt treffen müssen. Ah, den da unten kriegen wir noch nicht so ganz. Aber wir hatten ja schon geschafft, die drei kaputt zu machen. Das muss ja dann irgendwie doch wieder anders gehen. Vielleicht von hier, aber von hier steht sich das auch blöd. Kann man das jetzt kaputt machen? Immer noch nicht. Ja, aber was auch nicht. Die beiden vielleicht. Nein.
Ich hab noch mal geschafft, dass ich alle drei bekommen habe. So vielleicht. Nee. So, du bist doch schlau. Sag mir doch mal, was ich hier machen soll. Moment, ich hab die Idee. Für die Küber die drei vielleicht? Ah, hey. Und jetzt kriegen wir die drei. Ah. Yay. Geschafft. Ich glaube nicht, dass wir hier sein sollten. Sei still. Sei wachsam und bleib bei mir. Sag mal, wenn wir es zum Licht schaffen, wie kriegen wir es dann in den Bifrost? Die Hexe meinte, wir sollen reingehen. Hat sie? Als sie aus dieser Welt gerissen wurde. Oh, habe ich das verpasst? Ihr war ihre Sicherheit wichtiger als unser Ziel. Wasser! Still! Ich hab ihn! Dein Messer, Junge! Guter Treffer. Das war knapp. Bleib ganz in meiner Nähe, Junge. Das werde ich. Hat so ein bisschen was von Bienenwaben hier. So klebrig. Nur ein eklig. Hinanuna! Ja, nun das Licht! Ja, wir sind fast am Ziel. Aber wir müssen aufpassen. Verstanden? Klar. Was ist das alles für Schaben? Boah, das finde ich eklig. Insekten sind da, jetzt nicht so mein Ding. Feld, sei bereit. Wir müssen schnell sein. Ist gut. Spring, Junge! Ja! Da sind sie. Bleib hinter mir und schütze unsere Flanke. Jawohl! Ja, ja. Ja. Oh, hinter mir direkt. Easy. Ein schmaler Weg gleicht die Überzahl aus. Konzentrier dich. Oh, jetzt habe ich aber kein Rage mehr. Schade. Kamera lässt sich gar nicht mehr bewegen. Ja, so kann man es auch machen. Noch
Bist du verletzt? Nein! Wow! Es ist wunderschön! Das Licht! Es lässt den ganzen Tempel erscheinen. Es ist die Quelle von allem. Hey, es singt. Ich höre sie. Ich hab's dir doch gesagt. Ist sie denn da drin? Das hat wehgetan. Als würde meine Hand brennen. Bleib hier. Aber ich bleib will... hier. Setz sie nur im Notfall ein. Du gibst mir deine Axt? Ich lass dich meine Axt halten. Sie ist kein Geschenk. Trotzdem. Was ist das? Faye? Mein Beutel. Oh, ist das hell. Du musst zurückkommen. Du hast mich allein gelassen. Atreus? Allein mit ihm. Mit ihm? Immer geht er fort. Nie ist er hier. Er will mich nicht und wird es nie tun. Er redet von mir, oder? Von Kratos. Ich kenne ihn nicht und er kennt mich nicht. Er will es gar nicht. Ich bin stark. Ich bin schlau. Ich bin nicht das, wofür er mich hält. Ich bin nicht dumm. Er spricht nicht mit mir, bringt mir nichts bei. Er hätte es sein sollen. Hörst du mich? Er, nicht du! Warum sind hier Fische an der Wand? Aber ich meine das nicht so. Ich hab ihn doch lieb. Ich wünschte, er wäre besser zu mir. Er kann es doch sein. Wenn er es versucht, dann ich auch. Aber wenn nicht, bitte komm zurück. Oh. Ich weiß, dass du da irgendwo bist. Ach, der arme Mann. Was hast du getan? Warum hast du das gemacht? Ich musste es tun. Du warst gefangen. Ich habe gewartet und gewartet, aber du kamst nicht zurück. Also zog ich dich raus. Junge, ich war nur einen Moment. Fort. Nein! Du warst sehr, sehr lange fort. Ich wusste nicht weiter. Du hast mich verlassen. Mal wieder! Bin ich dir egal? Ich... Das ist unmöglich. Wir sollten gehen, bevor die zurückkommen.
Ich hoffe, du hast, was du brauchst. Ja. Das ist strange. Für ihn nur so ein Moment. Können wir noch mal reingehen? Aber das ist kein Licht für eine Brücke. Wir sitzen fest. Oh je. Die Bogensinne der Hexe ist nutzlos. Ah, du hast noch meine Axt, Junge. Junge, dein Bogen. Wo ist meine Axt? Halt ihn hoch. Sie haben Lichtpfeile erhalten. Schießen Sie auf Lichtkristalle, um diesen Alpha im Licht zu verleihen. Mhm. Auf mein Zeichen schießt du den Pfeil in den Stein. Was denn? Ich habe gar kein Zieldings. Okay, jetzt. Drücken Sie, im Auto sein Lichtpfeil schießen. Scheißen, genau. Schießen zu lassen. Jetzt können wir unseren Rückweg antreten. Junge, wo ist meine Axt? Meine Axt? Sollst du auf die aufpassen? Wo ist meine Axt? Großartig. Jetzt musst du hier uns retten, ne? Also, kann er jetzt nur noch prügeln. Die Treppe ist blockiert.